Verdammte Fettleibigkeit, offensichtlich auch bei Zombies ein Problem. Komm, wir müssen raus und uns mit unseren Superkräften den Weg vorankämpfen. Aber draußen sind Untote. Keine Angst, ich überschätze mich nicht, wenn ich sage, dass ich diesen Untoten in den Arsch treten werde. Okay, Man. Aufs Auto, ich werde den Boden glühen lassen. Beeil dich, Man, sie kommen näher. Es klappt nicht, ich muss so wenig gegessen haben. Das ist nicht gut. Los, probier einfach deine Kräfte anzuwenden. Flieg uns hier weg. Es funktioniert nicht. Mist, da sind wir wohl so ziemlich im Arsch. Sieh mal, Emma, da sind zwei Superhelden, die werden uns helfen. Die sehen aus, als hätten sie mehr Probleme als wir. Dann sollten wir ihm helfen. Und wie? Wir sind umzingelt. Und das ist, wo Little Toby zum Einsatz kommt. Los, Little Toby, spring auf die Zombies und geh in ihre Münder und töte sie von innen. Mist, ich glaube, Little Toby ist tot. Hast du rein zufällig eine Little Emma? Oh ja, lassen wir Toby hier, den wird keiner vermissen. Wow, ist die brutal. Wenn ich ihr nun nachlaufe, wird jeder denken, sie hätte die Hosen an. Ach, was soll's. Du wirst mich ganz sicher nicht opfern. Er ist ein Kumpel, Mark. Er ist nur einer, mit dem ich mir die kleine Wohnung teile. Wow, du bist echt... Was ist das? Ach du Scheiße. Für einen kurzen Moment dachte ich, dass er Toby, der Emma gezwungen hat, ein Superheldinnenkostüm zu tragen. Wow, diese Frau sieht echt scharf aus. Ach du Scheiße, das ist tatsächlich Toby. Wir müssen dahin. Und wie? Wir opfern Fred. Wir opfern ganz sicher nicht Fred. Ah, ich bin Toby. Habt ihr echt Superkräfte? Ja, aber wir haben nicht gegessen und sind wir aufgeschmissen. Wieso fahrt ihr nicht mit dem Auto weiter? Wir sind gegen den fetten Zombie gefahren und konnten nicht mehr weiter. Welchen fetten Zombie? Der gerade ins Auto hochklettert. Also gut, Superheldin. Ich heiße Girl. Du heißt Girl? Oh Mann. Wie auch immer, du ziehst dein Shirt aus und lenkst ihn ab, während wir fliehen. Okay, du wirst das garantiert nicht tun. Du wirst mir dein Cape geben. Hey, das war genial. Das mache ich auch. Wow, war das bescheuert. Ja, ziemlich. Es sah trotzdem cool aus. Also, was machen wir nun? Guck mal, da sind Mark und Fred und ein Mädchen. Hey, dein Freund macht da gerade was Unüberlegtes. So wie ich was Unüberlegtes getan habe, als ich eine Beziehung mit ihm einging. Wow, das war cool, Tobi. Und bescheuert. Auf dem Auto warst du wenigstens sicher. Bin ich hier doch auch. Bin ich nicht. Aber hey, du ziehst dein Shirt aus und legst sie ab, während wir fliehen. Gefällt mir der Einfall. Das werde ich ganz sicher. Scheiße, was war das?